Verdammt, der ganze Sand hat wohl den Motor geschrottet. Wir müssen zu Fuß weitergehen. Ist das in Ordnung für dich, Eve? Kein Problem. Unterstütz mich mit der Drohne. Na klar, verlass dich auf mich. Ich bin auch noch da, keine Sorge. Selbst erfahrene Scavenger können sich in der großen Wüste verlaufen. Aber wir haben ja eine Karte, also passiert uns das nicht. Okay, dann machen wir uns mal auf. Das Lager funktioniert leider auch nicht. Na? Da haben wir nämlich auch das gleiche Problem wie bei den anderen. Die ignorieren wir jetzt einfach mal gerade ganz, ganz schnell. Wir haben nämlich keinen Strom. Und ja, da müssten wir jetzt entweder den Turm aktivieren oder halt schon mal die Quest weiterverfolgen. Und ich denke, das machen wir auch, oder? Quest verfolgen, dann finden wir ja wieder funktionierende Lager und können uns heilen. Das passt dann schon. Wo genau wollen wir denn überhaupt hin jetzt? Da vorne zu diesem wunderschönen Berg. Oh, hier macht aber irgendwas ganz schön viel Staub. Au, du Mistvieh. Spiel? Ja, so kann es gehen, ne? Naja, es ist wie es ist, liebe Freunde. Haben wir denn hier vorne noch irgendwas? Sieht, glaube ich, nicht so aus, bis auf diese wunderschöne Truhe da. Aha, hier sind schon wieder Gegner. Digga, lauft doch nicht weg. Was ist denn los mit euch? Au. Mal hier runter. Weiß es nicht, nachher gehen wir auch wieder drauf. Wie als wir von da runter gesprungen sind. Aber das ist eine andere Geschichte in einer anderen Aufnahme. Nein, das habe ich jetzt actually mal nicht mitgenommen. Was für eine Anlage ist Abyss Labor? Laut unseren Kartendaten war... Muss ich noch einen Test bestehen? Ja, es kann keine Ausnahmen geben. Dann lass uns gleich. Ja, gut. Dann hauen wir ihm auf die Schnauze, ha? Huh? Danke, Spiel. Ich habe L1 gedrückt. Vielen Dank. Ich kenne die L1-Taste. Okay, sie will halt absolut nicht draufgehen, die Alte, gell? Wie erwartet, Remnor. Der Ort hier ist noch tiefer und dunkler als der letzte. Bitte, sei auf der Hut. Ja, da kriegen wir schon hin. Komm. Rein da jetzt, Junge.
eine Klinge, wie ein altes Lavor. Und auch kein Drohnenscanner. Lilly, du übernimmst für Adam? Ja, er repariert wieder den Tetrapod. Ah, alles klar. Ich weiß, dass ich bei dir in guten Händen bin. Okay, mal wieder kein Scanner und kein Schwert. Das ist sehr schade. Haben wir denn genug Munition? Können wir gerade mal gucken, dass wir die auffüllen. Perfekt, 50 Schuss haben wir auch mittlerweile. Das sollte uns gut helfen. Ja, der hat mich ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Okay, wir sind also im nächsten Bereich und haben hier wieder so einen komischen Lüfter vor uns. Hier drin oder was? Ja. Okay, wir müssen hier rein. Okay, du schaffst das, Eve. Sehr gut. Gut, wir sollten hier nach Möglichkeit nicht runterfallen, ne? Ich schalte irgendwie das Sicherheitssystem aus. Ja, hier können wir runter. Die Frage, ja, komm. Okay, wo geht's denn hier jetzt für uns weiter? Hier vorne? Ich sehe jetzt hier gerade nicht, wo es für uns weitergeht, Freunde. Also. Ja, okay, wir können da direkt durch, okay. Gut, cool. Hier drüben, Beeilung! So, ab nach oben. Ja, das habe ich gerade echt nicht gesehen, dass da offen war. Alter, das wird ein lustiger Sprung. Das ist ein Hai! Jag ihn hoch! Das sollte die Sicherheitssysteme abschalten. Was sollen wir hochjagen? Okay, wunderbar. War das Ding schon mal platt. Ja, das ist auch schon mal gut, liebe Freunde. Das ist auch schon mal sehr, sehr gut. Okay, weiter geht's. Closed Lobby. Geschlossenes Foyer. Okay, da haben wir die schon mal hochgejagt. Sehr geil. Hier ist wahrscheinlich das erste Mal dicht. Lass uns doch mal gucken, was wir hier noch so haben. Oh, guck mal hier, ein paar Freunde. Hey, von wo kam das Geräusch jetzt schon wieder? Ja, manchmal macht mir das Spiel ein bisschen Angst. Wir müssen das Eve, pass auf! Ach, dahinter. Ah, okay. Ja, da kommen wir ja drüber oder durch. Alles klar. Ja, irgendwo auf jeden Fall. Gut, die Räume hier sehen aber schon mal identisch aus. Wow. Junge, hier sind so viele ekelhafte Viecher. Das ist ja unglaublich.
Da haben wir noch mal ein bisschen was bekommen. Hier haben wir wieder eine Steuereinheit hier vorne. Die steht schon auf Warning. Das ist schon mal ein wunderbares Zeichen dafür, dass uns hier wieder irgendwas Wundervolles erwarten wird. Ja, da kann ja was werden, Junge. Und das Ding ist nicht offen. Und der Lüftungsschacht ist wahrscheinlich dann hier hinten. Das Sicherheitssystem ist aus. Okay. Ja. Okay, wunderbar. Das heißt, hier vorne ist was aufgegangen, ne? Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, oder? Und da kommen wir. Ja. Hier können wir jetzt durch. Wunderbar. Oh. Ja, verdammt. Hätte ja auch keiner kommen sehen, ne? Okay, hier ist ein bisschen, ja. Das ist mal wieder richtig schön Jump and Run, weißt du? Alles klar. So, hier düsen wir einfach nur durch. Au. Okay, weiter geht's. Wir machen uns weiter hier unten rein. Okay, hier haben wir so ein paar Gegner mehr. Au. Die Steuertafel bekommen wir auch. Wahrscheinlich wieder hier drinnen, ne? Ach komm, geh weg. Doof. Oh, guck mal. Ich hab was zu mitnehmen. Geil. Gehen wir zum offenen Tor. Okay. Wir sollen also zum offenen und nicht zum geschlossenen Tor. Das ist natürlich gut. Was ist jetzt deine Mission, Brudi? Oh. Gut, wir machen uns weiter. Auf der anderen Seite wimmelt es von Nativas. Aber das sieht nach dem einzigen Weg rein aus. Ja, dann ballern wir uns halt da durch. Müssen wir uns eben da durchballern. Machen wir doch eigentlich gerade die ganze Zeit sowieso schon. Komm mal hier durch. Nein, komm mal nicht. Okay, das ist doof. Können wir durch dieses Fenster, was da rausgefallen ist? Hm, maybe. Na, dann wollen wir uns den ganzen fiesen Miesen doch mal stellen. Oh yeah, zurück zum Tor. Haha, let's go. Let's freaking go! Was, noch ein Dicker? Ja, komm. Platz schon irgendwie, Junge. Aber wir könnten ja auch mal. Haha.
Oh yeah. Ballern wir halt mal mit Schrotmunition. Okay, dem gefällt das nicht so. Easy peasy lemon squeezy. So machen wir das, gell? Ja, come on. Okay, die wollen nicht. Okay, nice. Sehr, sehr geil. Ich hätte nicht gedacht, dass das Ding auch so ein geiler Shooter werden kann. Na, um ehrlich zu sein. Kann den Ausgang auf der anderen Seite sehen. Boah. Das wird nicht einfach. Lilly? Nein, das wird auf jeden Fall nicht einfach. Gut, dann lass uns doch mal gucken. Wollen wir hier nach oben oder nach unten? Das ist eine gute Frage. Wir wollen nach unten. Das hier schaltet das Sicherheitssystem ab. Ja, genau. Okay, wir wollen erst hier rüber, dann hier hin. Dann wollen wir einmal hier rüber runter. Dann geht es weiter zu dieser wunderschönen Strebe hier. So, hier wollen wir hin. Wunderbar. War doch ganz einfach und definitiv sowas von First Try. Das habt ihr noch nie gesehen, liebe Freunde. Ja, ich hatte auch Angst. Hatte mehrmals Angst, ganz viel Angst. Und ich bin nicht 100-mal gestorben. Ah, es wird wieder grün. Geil. So spät. Wir sind schon da. Was? Wie? Ist das Sicherheitssystem nicht online? Adam. Kannst du überprüfen, wie nah wir an der Hyperzelle sind? Moment. Die Hyperzelle ist direkt hinter dem. Okay, dann gucken wir doch mal, wo wir hier hinkommen. Können wir nicht einfach den Rest des Weges schwimmen? Nein. Der ist ein bisschen elektrisch aufgeladen, der restliche Weg. Und was jetzt? Wir müssen anscheinend alles nutzen, was uns zur Verfügung steht. Okay, kaputt machen können wir das auf jeden Fall nicht. Okay, wo wollen wir denn hier weiter? Hier einmal rum. Wir können aber auch da nach oben, ne? Okay, geil, da können wir noch höher. Welche Möglichkeiten haben wir denn von hier aus? Wir wollen da hinten hin, ne? Heißt, wir haben verdammt viel Arbeit vor uns. Okay, das lief schon mal relativ gut. Okay, ab hoch da. Und ganz nach oben und jetzt bloß den Sprung nicht verkacken. Wunderbar. Das lief doch schon mal ganz gut. Haben wir denn hier einen Weg weiter? Ja, haben wir. Wollte gerade sagen, habe irgendwie das Gefühl, der Weg weiter geht wieder in die Hose. Was haben wir hier? Mit dem Seil sollten wir zum Eingang des Forschungsgebäudes kommen. Okay, das heißt, wenn wir runterfallen, können wir da weitermachen, oder was? Oh, wir haben einen Bot. Wo fliegt der uns hin? Oh, schön. Müssen wir auf den anderen warten, oder was? Da wollen wir aber nicht hin. Von da kommen wir. Gehen einfach mal hier drauf, in der Hoffnung, dass wir da nicht runterfallen. Weil eigentlich wollen wir ja nur da unten rüber, oder?
Und rüber da. Nice. Dann können wir hier auf jeden Fall schon mal nach oben. Den können wir schon mal hardcore-mäßig ignorieren. So, perfekt. Gut, okay, den Sprung haben wir jetzt nicht ganz geschafft, aber scheint uns ja auch keinen Abbruch zu tun. Wir kommen ja trotzdem hier hin. Sehr gut. Hier scheint es ruhiger zu sein. Heißt, wir können auch die Kiste in Ruhe öffnen. So, und zack, zerab, gehen wir mal hier rüber. Okay, ja, mal wieder ein paar Viecher, aber das ist nicht schlimm. So, zur Sicherheit lassen wir die platzen, falls wir hier jetzt gleich sonst nicht ins Camp können. Du lässt dir einfach immer was einfallen. Echt klasse, Eve. Ja, müssen wir ja. Ein Versorgungslager. Sehr schön. Sammeln wir uns einen Moment. Okay, wir machen weiter. Lass mal gucken, was uns hier erwartet. Das sieht natürlich aus wie ein Boss. Und es sieht aus wie der Boss von letztem Mal. Hm. Boss-Design mal wieder on point. Ah, brüll doch nicht so, Junge. Sau, ist ja gut. Heute stehe ich aber hardcore drin, ne? Na komm, gib mir deine Augen schon. Weißt du was? Wir machen das jetzt mal anders. Alles gut, mein Großer. Oh yeah. Wie erwartet. Sehr gut. Sehen wir uns die Hyperzelle an. Das lief sogar wirklich ganz gut. Die Schrotmunition ist eigentlich auch super genial. Die Hyperzelle ist intakt. Da war auch ein Vermächtnis. Als hätte man es für uns absichtlich hier platziert. Es wird immer seltsamer. Bin gespannt. Spielen wir es ab. Tag 78 nach dem zweiten Absprung, 8. Aufzeichnung. Vermächtnisbericht Raven. Ich fand wichtige Aufzeichnungen zur Geschichte der Menschheit. Ein Krieg, der von Mothers 4 entfacht wurde, siegelte bekanntermaßen das Schicksal der Menschheit. So wurde die Erde zur Heimat der Androades. Die Androades ernannten sich zur neuen menschlichen Spezies. Diese neuen Menschen machten unter der Führung der Mothersphere enorme Fortschritte, die die gesamte Menschheit voranbrachten. Und die überlebenden Menschen, die echten Menschen, retteten sich in eine unterirdische Einrichtung. Angeführt von Raphael Marx warteten hier einige in dieser Einrichtung auf eine Gelegenheit zum Gegenschlag. Dort entwickelten sich die Menschen weiter, um genug Kraft zu haben, sich den Androiden entgegenzustellen. Das Ergebnis von Gentechnik und einer schnellen Evolution. Wesen, die alles verloren haben, abgesehen von ihrer Stärke und ihren Überlebensinstinkten. Sie wurden letztendlich zu Monstern. Monster, die wir bekämpfen, sind die Natives. Nee.
Menschen. Die wir bisher getötet haben. Das waren alles Menschen? Ich kann das nicht glauben. Aber diese Produktionsstätte wurde eindeutig für Neytibas errichtet. Wenn die Neytibas Menschen waren und wir die gegen die Menschen kämpfen, dann sind wir... Androidas? Sind wir Androidas? Diese Kreaturen wurden erschaffen von keiner anderen als Mother Sphere. Nein, wir sind Menschen. Mit vollkommenen Körpern im Einklang mit Maschine und organischem Gewebe. Die Neytibas aber sind unvollständig, denn sie bestehen nur aus organischem Gewebe. Sie können sich nicht an verschiedene Umgebungen anpassen. Sie können nicht mal im Weltall überleben. Aber was, wenn wir dazu erschaffen wurden, solche Fehler zu beseitigen? Wow. Aber warum hat Mother Sphere uns das vorenthalten? Ich muss nachdenken. Ja, ich glaube nicht, dass wir hier allein zu einem Ergebnis kommen. Ich halte es für das Beste, wenn wir das alles mit Orkel besprechen. Ja, tun wir das.